Und herzlich willkommen zu Folge 69 mittlerweile. Ja, bei der nächsten Folge 70. Und dann kommen wir wieder einen Schritt näher der 100. Und das ist geil. Darauf tue ich hinaufarbeiten, dass wir schon wieder Folge 100 haben. So, jetzt hole ich schon mal hier Setzlinge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche ein bisschen Holz, ich brauche ein paar Äpfel. Ja, 6 reichen erstmal. Dann brauche ich die zweite Zelle hier. Dankeschön. Brauche ich den Crochet Hammer. Setze hier erst die Zelle hin. Sag hier, nur hier 100 reinnehmen. Und die wird jetzt hinten ausgetauscht mit der. Und dann schaue ich mal, wie groß der Radius ist, von dem der aufbaut. Weil ich muss ja dann wissen, wo ich den Harvester hinsetze. Bevor ich den Harvester hinsetze und wieder den umsetzen müsste. Weil der dann von den ganzen Bäumen umgriffen wird. So, das ist geil. Dankeschön. Und ihr füllt jetzt hier auf, genau. Supi. Supi, supi, supi. So. Ich hoffe, dass wir. Ich glaube, ich brauche kein Wasser da hinten, ne? Gutes Fruchtwasser hier. So, ich brauche hier nur. Ja, der Work erarbeitet und braucht hier nur eine Koordinate dafür. Beziehungsweise was er hier rauspumpt. So. Und dann bekommst du direkt Strom. Strom, Strom. Rein. Genau, die Fackeln bleiben da drinne, aber das Schaf muss da definitiv raus. Jetzt will ich gucken, wo der anbaut. So, Schaf, du kommst jetzt mit hier. Kannst zappeln, wie du willst, du kommst jetzt hinten in mein Reich. Du nervst nämlich. Habe ich wenigstens ein zweites Schaf, wo ich mit paaren kann und dann halt nachher andere noch Farmen sitzen kann. Für was ich die brauche, keine Ahnung. Aus Lust und Laune, der Freude. So. Mehr habe ich nicht. Dankeschön, Dankeschön. So, wie flattert er jetzt mittlerweile? Der sitzt immer noch. Da wächst der erste Baum schon und der hat immer noch nicht alle Reihen voll. Jetzt hat er schon gestoppt. Kommt gerade passend Strom dafür. Hast du jetzt dein Ziel erreicht oder brauchst du noch? Sein Ziel ist erreicht, sauber. Zieht er denn Energie ab? Ja, der zieht verdammt viel Energie ab, ne? Der sitzt sie ja nur, das ist das Problem. Der verbraucht keine Energie, aber der sitzt verdammt viel in der Bäume hin. So, dann kann hier vorne zu. Da kann mit Erde zugemacht werden. Das steht fest. An dieser Stelle, zack. Kann ja später im Verlauf hier wieder zwei Bäume hinsetzen. Wenn er das schön gemacht hat. Nein, noch nicht ganz, aber macht er gleich. So, dann kommt hier der Harvester hin. Da an diese Stelle. Dann brauche ich den Radius. Von 9, das hoffentlich, das funktioniert so. Dann, ne? Jep, Dschungelbäume auch. Das andere brauchen wir nicht. Dann brauche ich. Muss ich das abklemmen? Ah ne, dann muss ich. Das mit dem kombinieren so. Jetzt brauche ich noch. Die ganzen Kisten. Da hoffe ich, dass ich mit einer Pumpe eigentlich auskomme. Die ganzen Pipes. Die Insert weiß ich noch nicht, ob ich die brauche. Dann kann ich noch nicht genau sagen. So. Ach ja, mir fehlt jetzt eine Holzkiste. Die habe ich aber hier drinne.
Dankeschön. Eine Holzkiste. Die befüllt das alles. Dann pumpt ihr einmal weg und pumpt ihr einmal rein. Das muss ich hier alles angeben. Da und da. Da einmal hin. Und da einmal. Das ist der Rückführkanal von da hinten. Das heißt, mit der Obsidian Pipe. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Naja, ist auch egal. Mit der Obsidian Pipe, die wir jetzt hier hinsetzen. An die Stelle muss er ja ganz oben dran. So. Werden wir gleich rückführend alles abbauen. Dankeschön. Wäre das nicht schlauer, vielleicht. Ja. Dann nehmen wir die hier einfach und nehmen die. Zack. Genau, du sollst nur da in die Richtung. Das ist okay. Das gleiche gilt hier für rein. Hier soll er einmal rein und hier soll er raus. So. Oh, da sind die Bäume ziemlich groß schon gewachsen. So ein bisschen hier freikloppen. Jetzt brauchen wir das. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen die Holzpipe. Die Holzpipe bekommt das hier. Dann kommt hier ein Dia dran. Die rückwirken, das wieder da reinschütten. Dafür brauche ich jetzt aber erst noch ein bisschen Stein. So, die Bäume werden jetzt ziemlich hoch sein. Und wird auch gleich alles dicht verlaufen, wenn ich mich nicht beeile. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Dann brauche ich noch eine Holzpalette, beziehungsweise eine Holzkiste. Aber eine doppelte. Ist okay. Die mit der tauschen. Dann kommt nämlich eine Kiste hier hin. Dann kommt einmal Pipe dahin. Jetzt müssen wir das hier wieder umdenken, hier so. Dann kommen hier Pipes hier runter. Die lasse ich nicht beschleunigen. Die reichen, wenn die einfach sind. Dann kommen die hier hoch. Da kommt jetzt eine Diamantkiste dran. Zack. Das kann zu. Und das kann zu. Und das darf zu. Hier unten kommt in Schwarz kommen die Dinger rein. Die Blätter. In Rot kommt Äpfel. Und in. Weiß ich nicht, welche Farbe. In Gelb kommen jetzt noch Holz, kommt da rein. In Gelb kommt Holz. Jetzt ist das so, jetzt füllt er erst da hinten auf und wenn da hinten sich welche ansammeln, kommen die hier wieder zurück. Zusätzlich könnte ich eigentlich noch eine Pipe hier oben drauf setzen. Das wäre weiß. Und würde sagen, trenn das hier mit auf. Aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Und setzen beide da rein. Zusätzlich kann ich hier schon mal zwei Dinge reinsetzen, dass das okay ist. Ne, die Äpfel kommen hier nicht rein, hier kommt Holz rein. Und hier kommt das hier rein und dann passt das schon. Jetzt brauche ich das hier noch. Und dann machen wir jetzt ganz gemütlich das hier zu Ende. Oh nein, weiter. Habe ich noch Stein? Jupp. Zack, das brauchen wir nicht so.
kann zugemacht werden, das kann zugemacht werden. Oh, da ist die Sonne gleich schon wieder untergegangen. Die müsste jetzt auch schon untergehen, ja. Aber das werden wir jetzt eben noch schnell zu Ende machen. So, 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 so. Und hier setzen wir einfach. Und jetzt können wir eigentlich hier oben drauf setzen. Dankeschön. Und let's go. Bekommt jetzt Energie? Nein, der bekommt keine Energie, aber jetzt. Und zeig ihm, da ist jetzt Sludge, das müssen wir auch im späteren Zeitpunkt abpumpen. Muss ich hier noch eingeben. So, fällt das schon ab? Ja. Und jetzt muss ich hier Magnet ausschalten. Sonst fallen mir tausende von den Dingern entgegen hier. Das wäre nicht gut. So, jetzt hackt's ein bisschen. Und die Farm läuft. So, die Kiste füllt sich jetzt hier einigermaßen. Und ich müsste jetzt hier eigentlich das Ding daran setzen. Und jetzt pumpt mal ganz schnell das raus. Jetzt hast du gleich ein kleines Problem, wenn du nicht damit nachkommst. So, jetzt müsste das da unten hingehen. Genau. Prima. Der füllt sich jetzt mit Strom. Da hat er jetzt irgendwie ein Great Woods Setzling noch mit abgekloppt. Ich glaube, den da hinten hat er noch mit erwischt oder so teilweise. Yep. Ist nicht viel dran geblieben. Er weiß auch nicht, wo der hin mit, glaube ich. Da weiß er leider nicht, wohin damit. Den nehme ich mal raus, sonst hat er den gleich irgendwo drin sitzen. Ich setze den jetzt mal hier rein. So, und was jetzt hier gleich überall flüssig wieder ist, kommt hier in dieses, in den Pott rein. So. Dann schauen wir mal einer. Ja, der kriegt jetzt auf jeden Fall Setzlinge immer. Dann könnte man eigentlich sagen, wir beschleunigen unten den hinten die Zufuhr. Und damit er halt schneller an die Setzlinge wieder rankommt. Das können wir mal machen. Die überziehe ich jetzt einmal über Nacht. Das will ich ja, wie gesagt, euch noch gönnen, damit ihr das noch gucken könnt. Ja, hier schnarchen die Dinger. Zack. Müssen die da mit rasender Geschwindigkeit zurückkommen. Dann machen wir das so. Ob das läuft. Das läuft jetzt so lange, bis ich keinen Strom mehr da habe. Aber wie viel haben wir da jetzt wieder? Ah, jetzt haben wir noch andere 38.000. Und jetzt muss ich nämlich aufpassen, dass ich nebenbei noch ein bisschen die Dinge ausleere hier. Zum Beispiel das Holz. Die Setzlinge wieder nach vorne packe. Und hier die Äpfel zum Beispiel so anreihe erstmal. Drrt. Hier unten vielleicht die Äpfel. Zack. Und das könnte ich jetzt erstmal massig laufen lassen, bis zum Erbrechen ist. So bekomme ich ganz viel Holz. Ich bekomme ein paar Setzlinge. Und gut ist dann. Hier, wie gesagt, ein paar Äpfel sind auch schon mal drin. Aber er soll jetzt erstmal die abpumpen. Später werde ich dann so sagen, von drei verschiedenen Seiten oder direkt komplett mit ganz verschiedenen Pumpen einfach komplett alles durchpumpen. Dass er dann hier noch zusätzlich noch einen zweiten Strang setzt und das rauspumpt. Das könnte ich eigentlich auch noch machen. Ach ja, das können wir gleich in der nächsten Folge machen. Das machen wir jetzt nicht. Und das wird dann hier dann in dem Fall die Holzfarm sein. Hopp, da ist sie. Dann kann ich die entweder einschalten. Die muss ich dann halt darüber einschalten. Über die Redstone-Energiezelle. Die sagt ja dann, wenn ich ein Signal habe, dann gebe ich erst Energie raus. Und dann kann die auch eingeschaltet werden sozusagen. Sonst läuft gar nichts. Guti.
Die Nacht ruft. Wir haben über 15 Minuten jetzt schon. 15 Minuten und ein paar gequetschte Sekunden. Aber 15 Minuten. Bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Euer Flash-Shooter LP und tschüssen.